Namaste, grüß Gott und willkommen zu Yoga Inclusion. Heute werden wir für ungefähr 45 Minuten eine Yoga-Praxis zusammen machen, die dazu dienen soll, den Körper zu entspannen und uns zum Ende hin in einen meditativen Geisteszustand versetzen. Diese Stunde ist geeignet für Beginner, genauso wie Fortgeschrittene. Zu Beginn der Stunde lade ich dich ein, dich erstmal im Schneidersitz auf deiner Matte einzufinden. Gerne, wenn es für dich gemütlich ist, kannst du ein Kissen oder einen Yoga-Block unter deinen Sitzhöcker tun. Und das Ziel ist, dass die Knie ungefähr in einer Höhe mit der Hüfte sind oder vielleicht etwas tiefer, dass wir gemütlich sitzen können. Zum Ende der Stunde heute werden wir auch für einige Minuten zur Meditation sitzen. Da werde ich dich auch wieder dazu einladen, dein Kissen oder dein Yoga-Block herzunehmen und drauf zu sitzen. Gut, dann können wir mit der heutigen Praxis anfangen. Dazu lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Und einmal mit deiner Aufmerksamkeit durch den gesamten Körper durchgehen, von Kopf bis Fuß. Mal in dich hineinspüren, ohne irgendwas Bestimmtes zu suchen. Einfach beobachten, wie fühlt sich dein Körper heute, hier, jetzt in diesem Moment an. Komm zu deiner Atmung, auch hier unvoreingenommen, einfach beobachten, was deine Atmung gerade macht. Spür, wie die Luft durch die Nase ein- und ausströmt. Und ich möchte die heutige Stunde mit einem Gefühl der Dankbarkeit beginnen. Dazu lade ich dich ein, die Hände vor der Brust zusammenzunehmen und an irgendjemanden oder auch an irgendein Objekt oder irgendeine Situation denken, für die du jetzt hier und heute dankbar sein kannst. Erlaub dir ein sanftes Lächeln im Gesicht. Du kannst auch gerne im Geiste das Zauberwort wiederholen. Danke, danke, danke. Dann nimm ein paar tiefe Atemzüge in den Brustkorb, in dein Herz hinein und weite die Dankbarkeit aus. Und von diesem Ort wollen wir, um die Stunde zu beginnen, drei gemeinsame Om singen. Ich lade dich ein, das Om mitzusingen, wo auch immer du gerade bist. Tiefes Einatmen. Vollständiges Ausatmen. Nochmal tief einatmen für das Om.
Als Zeichen der Dankbarkeit wollen wir uns sanft verbeugen, sodass die Stirn die Fingerspitzen berührt. Und dann verbinden wir symbolisch den Geist und das Herz, die Hände wieder vor die Brust. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug. Und dann legen wir uns heute zum Beginn der Stunde auf dem Rücken ab. Bring dich also auf die Matte. Deine Füße sind ungefähr hüftweit auseinander, die Füße fallen zur Seite. Die Hände, die Handflächen zeigen Richtung Decke und die Hände sind in etwas Abstand vom Körper. Mach den Nacken schön lang, indem du das Kinn leicht zur Brust ziehst. Wir sind in Shavasana. Oft beenden wir die Stunde hier. Heute beginnen wir von hier. Nimm 2, 3 vollständige Atemzüge und atme durch den Mund aus und drück auch das letzte bisschen Luft aus deiner Lunge. Und einatmen durch die Nase, voller Atemzug. Wiederhol dies noch 2, 3 Mal komplett, wirklich das letzte bisschen Luft ausatmen durch den Mund und dann tief durch die Nase ein. Noch einmal. Und dann entspann deinen Atem, aber lass den Atem tief werden. Die Ein- und die Ausatmung dauert lange. Und dann bringen wir Bewegung in die ganze Sache. Mit dem Einatmen nimm das rechte Knie in die Brust, greif das Knie mit beiden Händen. Mit dem Ausatmen zieh das Knie zu dir heran. Tiefe, lange Atemzüge. Dem Einatmen mach die Wirbelsäule lang, schieb den linken Fuß weg von dir. Mit dem Ausatmen zieh das rechte Knie etwas mehr in die Brust. Jeder Einatmen machen wir die Wirbelsäule lang. Mit jeder vollständigen Ausatmung ziehen wir das Knie etwas zur Brust. Die Atmung erfolgt durch die Nase. Der Nacken ist schön lang. Dazu kannst du das Kinn leicht zur Brust ziehen, dass der Nacken auch eine Dehnung erfährt. Nun wollen wir den rechten Knöchel auf dem linken Knie ablegen und dann das linke Knie zu uns heranbringen. Und dann greif durch die Lücke und umgreif entweder den linken Oberschenkel oder, wenn es für dich angenehm ist, auch das linke Schienbein. Und nun press sanft den rechten Knöchel gegen das linke Knie. Und zieh das linke Knie zu dir her und du spürst auf der rechten Hinterseite der Hüfte, wie sich der Gluteusmuskel verlängert, wie du eine Dehnung dort erzeugst. Achte darauf, dass der untere Rücken auf der Matte bleibt und dass der Nacken schön lang bleibt. Und auch hier wieder einatmen, tief einatmen, um die Wirbelsäule lang zu machen. Und ausatmen, um etwas mehr in die Dehnung zu kommen.
Jeder ausatmen lassen wir die Muskelspannung von uns und können etwas mehr in die Dehnung. Dann legen wir das rechte Bein wieder gerade auf der Matte ab und ziehen nun das linke Knie zur Brust. Achte darauf, dass du deine rechte Ferse von dir wegschiebst und dann das linke Knie in die Brust ziehst. Versuch wirklich bei einer sehr tiefen, sehr langsamen Atmung zu bleiben heute. Dazu ist es immer sehr hilfreich, die Ausatmung sehr bewusst zu machen und wirklich vollständig auszuatmen. Das führt automatisch dazu, dass die Atmung tiefer wird. Das ist auch der Grund, warum wir das am Anfang gemacht haben. Dann bringen wir, wie eben schon, den linken Knöchel auf das rechte Knie. Und dann heben wir das rechte Knie an, bring es zu dir her und umgreif entweder den Oberschenkel oder, wenn angenehm, das rechte Schienbein. Und diese tiefe, bewusste Atmung hilft uns, die Spannung aus dem Körper zu lassen, in die Dehnung zu entspannen und auch den Geist in eine meditative und ruhige Haltung zu bringen. Wie eben schon, achte darauf, dass du den linken Knöchel leicht gegen das Knie presst und das Knie zu dir heranziehst. Mir noch einen Augenblick. Und als nächstes wollen wir in die Brücke kommen. Dazu stellen wir nun beide Füße auf der Matte ab. Die Knie bleiben gebeugt. Die Füße sind hüftweit auseinander und in einem Abstand zum Hintern, sodass du gerade so mit den Fingerspitzen noch die Ferse erreichen kannst. Beide Handflächen kommen seitlich neben dir auf die Matte, dann zieh das Kinn zur Brust, sodass der Nacken schön lang ist und dann mit einer Einatmung heb die Hüfte, schieb die Hüfte nach oben. Wir öffnen hier die Brust und dann kannst du aktiv die Fersen in die Matte drücken und spüren, wie du automatisch die Schulterblätter auf die Matte drückst. Und wenn du dann das Kinn noch etwas näher zur Brust ziehst, erfährst du eine angenehme Dehnung im Nacken. Du kannst auch gerne, wenn es für dich angenehm ist, die Finger hinter dem Rücken verschränken. Und dann, wenn du das gemacht hast, es für dich angenehm ist, hier die Schultern aufrotieren, die Hände Richtung Füße schieben, sodass die Dehnung im Nacken noch etwas mehr wird. Hier nochmal tief durchatmen. Und dann wollen wir langsam die Hüfte wieder auf der Matte ablegen. Bringen die Arme zur Seite raus. Kannst entweder die Ellenbogen anwinkeln oder die Arme ausstrecken. Handflächen zeigen nach oben.
Und dann geht der Blick zur linken Hand und lass die Füße so, wie sie sind. Und dann einfach die Knie mit der Ausatmung nach rechts fallen lassen. Die Knie müssen hier nicht den Boden erreichen. Das ist eine sehr sanfte Drehung in der Wirbelsäule. Und spür auch hier, wie du mit jeder Ausatmung die Muskelspannung von dir lässt und in die Pose sinken kannst. Mit dem Einatmen kommen wir wieder in die Mitte, die Knie wieder nach oben. Mit dem Ausatmen geht der Blick nach rechts und die Knie fallen nach links. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber achte darauf, dass dein Atem sehr tief ist, dass jedes Ein- und jedes Ausatmen sehr lange dauert. Entspann dich in die Drehung der Wirbelsäule hinein. Mit dem Einatmen bring die Knie wieder nach oben und auch der Blick geht wieder zur Decke. Und dann bring die Fußsohlen zusammen und lass die Knie nach außen fallen, wie in dem Schmetterling. Dann bring auch die Handflächen zusammen. Dem Einatmen bring die Hände weit über den Kopf. Mach dich hier einmal lang. Und dann öffne die Handflächen nach oben. Und auch hier wollen wir nochmal. Dreimal vollständig durch den Mund ausatmen und tief durch die Nase einatmen. Und spüre mit dem vollständigen Ausatmen, wie du wie ein Luftballon, aus dem die Luft gelassen wirst, sinkst, die Spannung aus dir herausgeht und sich die Hüfte und die Schultern etwas mehr öffnen. Spür die Dehnung in deiner Hüfte und spür, dass wenn du dich noch etwas mehr entspannst, sich deine Hüfte noch etwas weiter öffnen kann. Der Körper reagiert auf Dehnung oft mit Spannung, er hält also gegen die Dehnung. Aber wenn du deinem Nervensystem signalisierst, dass alles sicher ist, dass du dich entspannst, dann lässt dein Körper von dieser Muskelspannung ab und lässt die Dehnung zu. Nun bleiben die Füße, wie sie sind, und mit Hilfe
unsere Ellenbogen und unsere Hände und wir uns in eine aufrechte Sitzposition bringen, in den Schmetterling, dann hier die Füße greifen und wir wollen uns nun nach vorne fallen lassen. Du darfst dir gerne erlauben, dass dein Rücken auch etwas rund wird hier, aber dafür halten wir keine Spannung, wir ziehen nicht, wir drücken nicht, wir lassen einfach den Kopf Richtung Füße sinken und bleiben bei unserer tiefen, entspannten Atmung. Spür wieder, dass du mit jeder Ausatmung etwas tiefer sinken kannst. Langsam mit der Einatmung wollen wir uns wieder aufrichten. Komm in eine aufrechte Sitzposition. Der Kopf kommt als letztes nach oben. Und dann nimm zunächst dein linkes Knie, dein linkes Bein. Leg das rechte Bein ab, wie es angenehm ist. Und nimm hier dein linkes Knie, greif deinen linken Knöchel mit der rechten Hand und beweg hier das Knie zur Seite, vor und zurück, nach oben und unten. Spür den Oberschenkelknochen hier in der Hüfte sich bewegen und tu einfach die Bewegung, die für dich angenehm ist. Für diejenigen, die gerne ein Kissen verwenden zum Sitzen oder einen Yoga-Block, den darfst du dir jetzt gerne noch holen und unter deinen Sitzhöckern platzieren. Und hier bewegen hier das Bein in alle Richtungen. Wir wiegen unser Knie wie ein kleines Baby. Dann legen wir das linke Bein ab und bringen das rechte Bein zur Brust. Greif das Bein, du kannst entweder den Knöchel greifen, du kannst auch das ganze Bein umgreifen, die Finger verschränken. Wie auch immer es angenehm für dich ist und auch welche Bewegung sich für dich richtig und angenehm hier anfühlt. Dann, wenn du soweit bist, leg auch das rechte Bein ab. Du kannst das rechte Bein vor dem linken Bein ablegen. Du kannst es auch auf dem linken Bein ablegen, sodass die Knöchel übereinander sind. Selbstverständlich, wenn es für dich möglich ist, kannst du auch im vollen Lotussitz sitzen. Bevor wir zur Meditation kommen, möchten wir die Wirbelsäule nochmal in alle Richtungen bewegen. So mit dem Einatmen bringen wir die Hände weit nach oben, machen die Wirbelsäule schön lang. Und mit dem Ausatmen beugen wir uns nach vorne, bringen die Hände auf den Boden und lassen den Kopf Richtung Boden sinken. Bleiben hier für einen Atemzug. Einatmen bringen wir die Hände nochmal nach oben. Mit dem Ausatmen bringen die Hände hinter dich, die Finger zeigen von dir weg. Und dann rotiere die Schultern auf, ganz sanfte Rückbeuge, der Blick geht nach oben. Atme tief in die offene Brust, leichte Dehnung in der Körpervorderseite. Noch ein Atemzug hier. Nutzt die tiefe Einatmung, um die Körpervorderseite zu dehnen. Mit dem Einatmen kommen die Hände wieder nach oben. Dann
bring die linke Hand auf die Matte und beug dich nach links, sodass der rechte Seitkörper sich öffnet. Schieb die rechte Hand von dir weg. Spür die Dehnung im rechten Brustkorb. Auch hier ein tiefer Atemzug. Mit dem Einatmen kommen wir wieder nach oben. Ausatmen für den Seitenwechsel. Ein Atemzug hier. Dann mit dem Einatmen nochmal nach oben. Kommen wir in eine leichte Drehung. Mit dem Ausatmen bringen die rechte Hand aufs linke Knie, die linke Hand hinter dich. Blick geht über die linke Schulter. Einatmen, um die Brust zu öffnen. Ausatmen, um etwas mehr in die Drehung zu kommen. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Drehung nach rechts. Und das letzte Mal. Einatmen, bring beide Hände über den Kopf. Mach die Wirbelsäule lang. Mit dem Ausatmen leg die Hände auf den Knien oder in deinem Schoß ab. Schließ die Augen. Und gerne, wenn du möchtest, darfst du deine Hände in Jin oder Jan Mudra bringen. Das heißt, dein Zeigefinger und dein Daumen berühren sich. Und die anderen Finger sind entspannt. Die Handflächen können entweder nach oben oder nach unten zeigen. Wir werden nun vor ungefähr 10 Minuten still sitzen, absolut regungslos. Und wir spüren in unseren Körper unvoreingenommen, aufmerksam und unabhängig von dem, was wir spüren, sitzen wir entspannt und regungslos. Spür zunächst deinen Kopf, dein Gesicht, spür deine Stirn, deine Augen, deine Nasenspitze, wo der Atem sanft ein- und ausfließt. Spür deine Backen und deinen Mund, wie deine Lippen sich berühren. Spür dein Kinn, deine Kiefermuskeln. Spür, dass dein Gesicht entspannt und regungslos ist. Spür deinen Nacken. Vorderseite und Rückseite. Spür deine rechte Schulter, den rechten Oberarm, den rechten Ellenbogen und Unterarm und die rechte Hand, die Finger der rechten Hand. Spür dein gesamter rechter Arm ist völlig regungslos und entspannt. Spür deine linke Schulter, Oberarm, Ellenbogen und Unterarm, die linke Hand und die Finger der linken Hand. Spür deinen linken Arm völlig regungslos und absolut entspannt. Spür deinen Oberkörper, zunächst die Brust, den oberen Rücken. Spür, wie hier die Atmung fließt.
Wandere langsam nach unten, spüre deinen Solarplexus, die Mitte deines Rückens. Spür deinen Bauch und unteren Rücken. Spür, wie sanft der Atem fließt. Spür deinen Oberkörper aufrecht, regungslos und doch entspannt. Spür zwischen deine Beine deine Sexualorgane und die Hüfte. Spür ganz einfach. Und widerstehe dem Drang, dich zu bewegen. Spür dein rechtes Bein von der Hüfte, den Oberschenkel, in das Knie, in die Wade. Spür deinen rechten Fuß und auch die Zehen deines rechten Fußes. Spür in deine linke Hüfte und in den linken Oberschenkel, das linke Knie, die Wade und in den linken Fuß und jeden einzelnen Zeh des linken Fußes. Dann spür deine Sitzhöcker auf dem Kissen oder auf der Matte und ganz langsam wollen wir die Aufmerksamkeit im Zentrum unseres Körpers von den Sitzhöckern nach oben befördern. Mit jeder Einatmung bring die Aufmerksamkeit von dem Boden, von den Sitzhöckern bis in den unteren Bauch. Mit dem nächsten Einatmen etwas weiter in den Bauchraum. Spür, wie sich deine Wirbelsäule automatisch aufrichtet. Mit dem nächsten Einatmen in den Solarplexus. In die Brust. In den Hals. Und dann in den Kopf, zwischen die Augenbrauen. Und dann bring die Aufmerksamkeit ungefähr 5 cm über deinen Kopf hinaus. Du kannst es. Wir bleiben in Stille sitzen. Komm zu deinem Atem. Und wir wollen zur heutigen Session in einem Gefühl der Dankbarkeit
zu Ende bringen. Dazu lade ich dich wieder ein, die Hände vor der Brust zusammenzubringen. Ein Gefühl der Dankbarkeit einzuladen. Spür, wo sich dieses Gefühl der Dankbarkeit breit macht. Atme tief in dieses Gefühl der Dankbarkeit hinein. Ich möchte die heutige Stunde mit einem Mantra beenden. Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Du möchtest, darfst du natürlich sehr gerne mitsingen. Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram. Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Jai Ram. Und als ein Zeichen der Dankbarkeit wollen wir uns sanft verbeugen, sodass die Fingerspitzen die Stirn berühren. Dann verbinden wir symbolisch den Geist und das Herz, bringen die Hände wieder vor der Brust zusammen. Namaste. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bedeutet es wirklich, wirklich viel, diese Übungen, diese Praxis mit anderen Menschen teilen zu können. Und ich bin sehr froh, sehr, sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit und auch für die Möglichkeit, es online machen zu können, die Stunden auf YouTube teilen zu können, auf Facebook die Yoga Inclusion Community zu haben und so die Leute zu erreichen. Und ich mache das sehr gerne für euch, ich mache es gerne kostenlos und ich bekomme meinen Sold dadurch, dass Leute dabei sind, dass Leute die Praxis machen, dass die Leute was Gutes für sich tun und damit was Gutes für die Welt tun. Und wenn dir die Stunde heute gefallen hat, dann bitte, wenn du noch nicht dabei bist, komm in die Yoga Inclusion Facebook-Gruppe. Wir haben unterschiedliche Classes, jeden Tag Live-Stunden von unterschiedlichen Lehrern. Und wenn du schon Mitglied in der Yoga Inclusion Facebook-Gruppe bist, dann lade doch bitte ein paar von deinen Freunden zur Gruppe ein, die vielleicht auch teil sein wollen. Vielen Dank. Namaste.